Wir stehen hier und bemühen uns darum, Werbung zu machen. Nein, nein, nein. Bitte, bitte guckt uns diesen einen Film diese an. Aber, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Roos. Das ist eine neue Folge hier bei Roos World. Yes! Freunde, ich habe mich getroffen mit Lukas Gregorowitz und Moritz Bleibtreu. Die sind nämlich wieder da. 15 Jahre nach Lombok. Ihr wisst, dieser Kiffer-Klassiker. Jetzt sind sie wieder da und das Ding heißt Lombok. Ja? Nicht wie ich mich immer da dauernd vertue, Lombok 1, Lombok, Lombok 2. Die sind wieder da. Der Film ist jetzt in den Kinos. Ich habe die Jungs bei der Premiere besucht. Es sind zwei Videos entstanden. Das hier ist das Video, wo wir im Hotel sind und ein bisschen auch über Marketingstrategien, Unterschiede deutscher Film, amerikanischer Film oder auch europäischer Film und so ein bisschen die Hintergründe beleuchten. Dann habe ich im zweiten Video die Jungs begleitet zur Premiere, ein bisschen gevloggt und konnte dann auch mit verschiedenen anderen Schauspielern, die im Film oder um den Film herum dabei sind, treffen. Freunde, ich halte das Intro kurz. Wir sehen uns am Ende der Folge nochmal wieder und dann erzähle ich euch, wie es weitergeht und wie das zweite Video dazu aussehen wird. Freunde, jetzt erstmal viel Spaß hier mit Moritz und Lukas, aka Kai und Stefan. Bis später, Freunde. Bin in Berlin, gerade gelandet, zieh mir jetzt den Film rein, Lombok, ein mieser deutscher, ja, kann man sagen, unter den deutschen Filmen ist das ein Klassiker, kennst du den auch? Ja, ne, Lombok 1, auch beliebt unter den Kiffern, ich weiß nicht warum, aber es, ja, natürlich mit Moritz, bleibt treu, ich treffe Moritz gleich. Oh, achtet da bitte nicht so auf meine fette Wampe. Ich habe versucht, so zu kaschieren, wie es ging. Jetzt sind wir am Hyatt, treffen uns mit Moritz. Die sind wohl hier. Und dann geht's weiter. So, direkt überraschend. Sam Pender oder was? Bisschen nerven. Kommt doch rein. Was ist das für eine Stille? Du bist natürlich schon erschrocken. Mann, Alter, so begrüßt du uns, Alter. Mann, Alter. Jetzt genau. Doch, geht's dir groß an. Alles gut. Lass mal einen Snap machen für die Leute. Ein Snap, guck. Da bin ich mit Moritz Bleibtreu und Lukas in the motherfucking place to be. Yes, wir ziehen jetzt das Video durch, Freunde. Das könnt ihr dann nachher auf dem Channel sehen. Lombok. Ich das wäre so ein Tool auch für dich. Machst du das gar nicht? Snap noch nicht. Also ja. ich hab's, aber ich bin immer noch nicht so ganz durchgeschnitten. Der Snap ist auch schon wieder out. Ich hab zum ersten Mal. Was ist jetzt? Das ist jetzt nur noch hier Insta-Story. Ja, aber Insta-Story ist das cool, ne? Das hab ich gemacht. Insta-Story ist zum ersten cool. Mal und auch zum einzigen. Ja. Also Insta-Story ist besser als Snap mittlerweile. Ist krasser als dieses Snapchat. Ja, weil du da ja schon eine Basis hattest, Follower hattest und so. Die Reichweite ist vor allen Dingen krass, wenn du das jetzt mit einem normalen Foto vergleichst. Voll, ja klar. So, wo du dann irgendwie keine Ahnung was hast und dann guckst diese Videos, weiß man nicht, so was. Ich hab das zum ersten Mal gemacht jetzt. Hat auch Spaß gemacht, ja. Ich hab schon zu Lukas gesagt, es wird voll das Kunsttool werden, wirst sehen. So, es gibt dann so Leute, die werden daraus richtig Kunst machen, weißt du so. Du meinst so Heavy Art Shit einfach. Ja, das machen schon einige auf jeden Fall. Absolut, ja, das wird sich voll durchsetzen. Auch nur die Frage der Zeit, wann der erste Film im Hochformat macht, weißt du? So. Ja, ohne Scheiß, es gibt zwar immer wieder Bestrebungen, dass die sagen, dass du das drehen sollst, die sagen das, machen Kampagnen, dieses Drehen. Aber die Leute wollen nicht. Leute wollen immer den einfachsten Weg. Und wenn der so ist, dann ist er so. Und ein Film in der Format wäre nice. Warum habt ihr nicht von den Dreharbeiten eigentlich gesnappt oder irgendwelche Aktionen gemacht? Same thing. Da ganz ehrlich, das müssen andere Leute machen. Immer, ne? Wir haben ja echt ein anderes zu tun, ganz ehrlich gesagt. So klar, bis dann wie nach Feierabend kann man was machen. So. Aber währenddessen bist du ja so im Flow. Ja, weil ich war zum Beispiel, du weißt ja, ich bin kein Riesenfan vom deutschen Film, aber trotzdem kriege ich mit, wenn du einen neuen Film machst. Aber hätte ich dich nicht bei Facebook, hätte ich das nicht mitbekommen. Dann hätte ich mitbekommen, erst wenn das Plakat da ist, ach so, der Film kommt. Also ja, ich hoffe, dass bestimmte Leute zuhören, so, ne? Aber das ist halt das Problem, Problem trage ich seit vielen Jahren mit mir rum. Guck mal, zum Beispiel, keine Ahnung, bei den Amis oder so, ja immer dieses Ami, aber du weißt, bei den Amis zum Beispiel, da weiß man Monate bevor der Film überhaupt abgedreht ist, hat man schon drei Trailer gesehen, die haben eine ganz andere Promophase, ne? Die haben eine ganz andere, und da gibt es halt auch immer diese Zweitverwertung, das gibt es im deutschen Film auch nicht, es gibt nichts extra zu dem Film noch, keine Ahnung, zum Beispiel Merch, eine coole Webseite, genau, dass du dann... Genau, und beide als Actionfiguren, weißt du? Sowieso. Dabei wär Lombok doch super prädestiniert für Merch. Stell dir vor, diese Blättchen Lombok-Style. Mann, wie das so weggehen würde. Das hat schon gereicht. Ja, gut. Das ist schön natürlich. Das ist natürlich wirklich so. Nice. Ja, ihr habt das. So. Das ist.
Keine Ahnung. Also wir, wie gesagt, das ist eigentlich nicht unser Job, ne? Ja. Guck mal, ich war gestern, bei unserem Freund Jan Böhmermann in der Sendung. Witzig auch, dass wir damals gequatscht haben. Also Neo Magazin. Und dann haben die mich, bevor die Show losging, so ein bisschen rumgeführt auch. Hey, willst du das mal sehen? Da waren da 30 Leute in der Redaktion, 20 Leute im Schnitt, 10 Leute da, 3 Licht. Und, dann, und bei jeder Station musste ich immer kichern und immer sagen, hey krass, das mache ich immer, das mache ich alleine. Das mache ich auch selbst. Und dann habe ich mir so gedacht, ach, deswegen geht Fernsehen kaputt. Weil das mache ich alles alleine. Das seid ihr natürlich, kein Vorwurf, aber das seid ihr nicht gewöhnt irgendwie. Ihr seid halt gewöhnt, ja, ich konzentriere mich auf meinen Job. Ja, in einem Film multipliziert sich das extrem. Ja, das ist eine Sache, die kannst du eben nicht alleine machen. Da brauchst du halt eine 40, 50 Minuten. Du brauchst eine bestimmte Summe Geld. Du brauchst so viele Dinge. Und dann, wenn es dann darum geht, so ein Produkt, was ein Film am Ende des Tages ist, zu vermarkten, da wird es unheimlich schwer, weil sich da dann eben dieser Kunstanspruch, den du in Deutschland hast, mischt mit einem doch sehr besonderen Mainstream-Geschmack, der sowieso für sich steht. Ja. Das heißt nicht, dass man mit einem Film nicht mit dem Handy auch drehen kann, wenn man die Skills hat. So, ne? Das kann man auch. Das ist ja das tolle Tool eigentlich. Ja. Man kann ja heute, das ist ja wie bei Musik auch, jeder kann es einfach machen. Ne? Das ist ja der Vorteil. So, ne? Aber beim Film brauchst du ja trotzdem auch die ganze Pyramide, du brauchst das Licht, wenn du das fürs Kino machen willst, die große Kamera und so, das brauchst du schon. Ja, das hat ja auch einfach was mit Großdenken zu tun, was in Deutschland verlernt wurde. Ne? Einen bestimmten Horizont den Dingen zuzumessen in seiner Größe, so, das schreckt in Deutschland einfach immer noch ab. Ne? Also man ist einfach immer noch gerne, man hat es immer gerne doch nicht ganz zu groß, sondern eher klein. Und wenn es dann mal darum geht, einfach wirklich auf die Kacke zu hauen, deswegen funktioniert das im Rap auch so gut, weil es das von der Musik, in der Haltung nicht gibt, dass man sagt, deswegen macht man das Also man rappt ja, weil man auf die Kacke haut. Logischerweise stellt sich dann eben, stell mal vor, ich bin ein bisschen bescheiden, ganz bescheiden, wie hat das mal angedacht? Gibt es auch die Haltung, aber die ist halt sehr wenig. Rap ist eigentlich, ich komme und Don King. Ja, und da kommt's her. Mach das Große. So soll's auch sein. Und schau dir die Videoclips der Jungs an. Ich weiß nicht, du bist ja Rap-Fan auch. Ich weiß nicht, ob du dir das so reinziehst. Ich bin peripher. Ich bin kein Rap-Fan jetzt eigentlich. Ich habe so meine Lieblinge, aber ich bin nicht so damit aufgewachsen. Aber ihr guckt mal Videoclips, oder? Beobachtet ihr, wie sich die Professionalität in... Ja, klar. Also ist unglaublich geworden, ne? Was sie da für Clips raushauen. Vor allem von den Mitteln. Drohne, wenn man die Mittel kennt, genau. Wenn man weiß, für wie viel Gelder diese Sachen gemacht werden, dann ist das beeindruckend. Und ich habe deswegen natürlich auch immer einen Blick auf diese Szene, weil ich genau weiß, es gibt kaum, glaube ich, einen so lebendigen, kreativen Ort wie den ganzen Rap-Bereich. So. Das explodiert da gerade extrem. So ist geil. Ja, gerade dieses Jahr, letztes Jahr, 2016, 2017, so geht es ja unglaublich voll ab. Ja. Das Ding ist, weißt du, wir haben oft in der Rap-Szene und so, unterhalte ich mich mit Freunden und wir sagen immer, deutscher Rap hat sich so krass selbst, sag mal, aus der Scheiße gezogen. Zum Beispiel, wenn wir früher kein Ami interviewt haben oder amerikanische News über Ami-Rapper hatten auf der Seite und so, das war unser Brot. Das hat sich total geändert. Das juckt die Leute gar nicht mehr. Die Leute wollen 187, die wollen Flair und so. Und wenn das jetzt nicht Jay-Z oder Eminem ist, juckt das gar keinen so. Ne? Das ist dann es hat sich so komplett. Und ich denke mir so, warum gibt es diese Wandlung nicht im deutschen Film auch? Wieder genau derselbe Grund wie eben. Es ist die Musik, in der Musik kannst du relativ autark sein. Du brauchst halt wirklich nicht viel mehr, in Anführungsstrichen, als ein kleines Studio, eine MPC, jemand, der es kann und einer, der rappen kann. Ja. Und dann kannst du dir mit ganz kleinen Mitteln ein Forum erspielen, wo du einfach eine Aufmerksamkeit generieren kannst, die du mit ganz kleinen Mitteln, also kleine Anführungsstrichen, machen kannst. Das geht im Film nicht, weil das einfach ein viel zu großer Apparat ist. Absolut, der Apparat ist zu groß. Ah. Und wenn dann sozusagen nicht ein Umschwung stattfindet, der wirklich vom Kopf ausgeht, dass jemand von ganz oben sagt, so, ich roll den Scheiß jetzt mal auf links, dann wird das schwierig so, ne? Und das ist, ich warte da seit 20 Jahren drauf. Ich sag immer, zum Beispiel, es fängt schon bei diesem ganzen Drehbuch oder bei den Dialogen an, oft gucke ich mir so, ich will jetzt nicht abhaten, aber ich gucke mir dann deutsche Gangsterfilme oder Streetfilme oder so Filme an und denke mir schon, alleine wie sie sprechen, ist doch nicht echt, so spricht doch keiner auf der Straße, denkt man sich so. Oder dann sind die Amerikaner immer viel näher dran, also alleine schon da fängt es an, dann Produktion natürlich, aber das ist ja alles eine Geldsache. Ne? Ja, ist ja. Das wird auch nach wie vor schwierig bleiben. Ja. Das ist echt schwer zu sagen, also was so Drehbuch zum Beispiel angeht. Ne? Klar, es gibt einfach auch nicht so viele gute Drehbuchautoren oder es gibt sie, und sie werden aber schon von Redaktionen im Keim irgendwie so verhindert daran, sich frei entfalten zu können, wirklich das zu schreiben. Und es geht durch so viele Filter und Mühlen, bis ein Film tatsächlich, beim Fernsehen ist das noch krasser als im Kino, aber geht durch so viele Mühlen, bis ein Film endlich fertig ist, dass es oft mit dem Urprodukt
So, dann nicht, ja, ja. Nicht auf viel zu tun. Ja, ja, ja. Aber da passiert Kontrolle natürlich auch richtig Angst viel. Ne? Ja. Ja, massiv. Das ist aber eh eine urdeutsche Eigenschaft, die so keiner, die schon Nietzsche benannt hat und keiner so richtig Angst. Weiß, wo das einfach herkommt. Angst davor nicht Angst. Zu schau mal, ne? Aber Angst davor nicht gut zu sein, aber, nicht zu gefallen, ja, ja. Eine eigene Meinung aber Rap zu hat das, haben. Keiner weiß es. Also ich will nicht so viel Rap-Map machen, aber Rap hat das ein bisschen geändert. Die Leute fangen an, sich selbst zu lieben. Absolut, und zu sagen, wir sind der Shit, so wir machen den Shit. Genau. Und Lombok ist ein Film, der das Selbstbewusstsein hat. Ne? Ja, Lombok ist echt einer, der ist irgendwie der. Weil seltsamerweise gab es bei dem ersten Teil, konnte das nicht wirklich jemand erklären, warum der so diesen, ein blödes Wort, aber warum der diesen seltsamen Kultstatus hatte, ne? Und warum der bis heute über Generationen ja mittlerweile so eine krasse, harte, treue Fangemeinde hat. Ne? Das, es gab irgendwie immer so ein Quäntchen Geheimnis. Und das ist auch noch so was. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland ein bisschen Angst vor Geheimnis. Alles muss immer breit erklärt werden. Alles muss erklärt werden. Ja, erklärt, ja. Beglaubigt. Alles muss immer top-logisch sein. Bis ins, und dass die letzte Oma es versteht. So. Ja. Nicht gegen Omas. So, weißt du? Nein, nicht. Aber das ist der letzte, versteht. Und das ist so ein bisschen das Ding bei Lombok. Und deswegen hatten wir jetzt auch so im Prinzip von vornherein so eine. Wir wussten, wenn das Drehbuch so stimmt, ne, und da gab es irgendwie nicht viele Fassungen, und dann grünes Licht von uns, dann wissen wir, es ist so freie Bahn, da quatscht uns keiner rein. Und das gibt es, glaube ich, auch nicht so oft letzten Endes, nee. Oder? Also da gibt es, nee, das ist, was halt, so durchzieht. Und das ja, das ist ja, weil ihr aber auch mit dem ersten Teil so ein Standing gemacht habt, dann könnt ihr jetzt auch wahrscheinlich sagen, hör mal zu, Digga, wir sind safe, wir wissen, wie das läuft, wir wissen es doch. Ja, aber du weißt, wie das ist, du musst natürlich dann auch abliefern, ne? Wenn du so eine Erwartungshaltung da draußen hast, aber das, wie Lukas schon sagt, wir hätten das natürlich auch nicht gemacht, wenn wir nicht gewusst hätten, das geht schon. Ne? Ja. Dass die Geschichte stimmt und dass es kein kalter Kaffee ist und dass man nicht das irgendwie macht aus irgendwelchen komischen Gründen, so weißt du was. Gibt es Filme, die ihr am Anfang zusagt und dann aber während der Entwicklung doch absagen müsst, weil ihr sagt, sicher, das hat doch gar nichts mit dem zu tun, was wir eigentlich abgemacht haben. Ja, schön wäre, es gibt so ein Point of No Return. Gibt's schon, ne? Genau, dann passt schon produziert, das Geld schon genommen, schon Ferrari gekauft, scheiße. Was Ferrari, jetzt? Genau, den zweiten schon gekauft, weißt du. Nein, aber ich kann mir vorstellen, oft sitzt man da, man guckt, man ist im Kino und sagt, Mann, ey, das ist doch voll, wo kommt die Frau jetzt her? Aber dann schaust du dir dann schaue ich mir immer an nachher Produktion und wie heißt es, Making-ofs oder so, dann weißt du zum Beispiel, Rambo ist ganz bekannt, Rambo 2 oder so, da haben die diese asiatische Frau, mit der eine ganz kurze Liaison hat, wo die dann erschossen wird, das hat später irgendein Produzent gesagt, aber wo ist die Liebe? Und dann mussten die das noch so nachdrehen und reinschieben. Die können die Leute immer nichts dafür. Aber ihr seid natürlich die Gesichter, ne? Wenn der Film scheiße ist, sag mal, Moritz hat einen scheiß Film gemacht. Wir sind's keiner gewesen. Sagt Drehbuch, Licht, Jungs, Lukas, ach, kack. So, aber ihr habt diesmal einen geilen Film gemacht. Hoffentlich, ich hab ihn noch nicht gesehen. Das kann man schon machen. Kannst du ruhig angucken. Ja, wir gucken ja gleich zusammen in der Premiere. Aber deswegen musst du auch, also das ist eben auch eine Entscheidung, die du hast als Schauspieler, ne? Und da ist bei mir so, das ist klar, du bist nur so gut wie das Ganze, ne? Du bist nur, ein Glied in der Kette. Das würde so mich verrückt die machen. Kette ist. Klar, deswegen haben ja auch ganz viele Schauspieler die Ambition, das irgendwann mal selber zu versuchen oder was auch immer, Regie selber zu führen oder so. Aber das ist auch die Natur des Berufs so. Das ist halt so. Da musst du dann halt gucken, dass du dich an der Rolle genug austoben kannst oder für dich was rausziehen kannst. Vertrauen. Ne? Du brauchst einen Vertrauensvorschuss schon für die Leute. Du musst natürlich vorher überlegen, aber eigentlich bist du den, du bist schon abhängig von vielen Entscheidungen anderer Leute. Ja, ständig. Es ist wirklich eine Pyramide von Leute, man muss, ja, das stimmt. Das ist natürlich anders als in der Musik, aber die Rap-Musik gerade in den letzten Jahren hat sich ja auch so behaupten können, weil die Leute, die Akteure selbst angefangen haben, selbst wenn die Plattenfirmen gesagt haben, nein, zum Beispiel zu Kool Savas, ich habe vor Jahren eine große Plattenfirma nein gesagt, die haben auch gesagt, das wird niemals funktionieren. Mhm. Die haben das selbst in die Hand genommen, deswegen ist er der Größte. Also und die anderen Leute auch. Es ist natürlich jetzt nicht vielleicht nicht ganz vergleichbar mit Filmen. Das ist natürlich Filmen, auch ein deutsches Phänomen, aber das ist darüber hinaus ja auch ein internationales Ding. So, ne? Das ist wie auch in Amerika. Jetzt hast du irgendwelche Chance the Rappers, die zuerst mal Grammys gewinnen, weißt du, ohne alles, die das einfach mal selber machen, ne? Und die mit so einem Ding nach Hause gehen. Das hätte vor 15 Jahren auch jeder für vollkommen unmöglich gehalten. Ja, das heißt, es ist eh so jetzt gerade das Ding, dass die Leute immer mehr durch die Tools, die es gibt, einfach die Möglichkeiten haben, sich da auszudrücken. Und das ist sehr begrüßenswert. Das wird das Filmgeschäft auch total auf längst krempeln. Ne? Ich auch hoffe. Die Streamer natürlich. Ja, ne? ich alles, hoffe, was mit den Streamern jetzt passiert. Ne? Ja, euer Kollege, nicht Til Schweiger, der andere. Matthias Schweiger.
Er macht ja jetzt gerade als erster so aus Deutschland mit diesen Amazon-Leuten was, ne? Mit ja, Streaming du, das, und so. Da bin ich mal sehr gespannt, ich habe das noch nicht gesehen. Das hat auf jeden Fall wahnsinnig gut funktioniert. Aber das hat doch wahnsinnig Potenzial auch, oder? Das hat irres Potenzial, es hat wahnsinnig gut funktioniert und da ist vor allem einfach auch mal irres Geld reingeflossen worden. Du hast gesehen, dass es ein Unternehmen ist, die auch einfach Promo ist auch krass. Vertrauen und die sagen, wir machen das jetzt auch wirklich groß. Ja, da sind wir wieder bei denen groß. Ne? Das ist, und da brauchst du dann halt die Leute, die das machen. Und da gibt es auch keine Filter, ne? Da gibt es keine Redakteure, die sagen, na, da muss eben die Liebe oder da muss irgendwie, da muss der Schauspieler weinen so und da muss man es nochmal erklären, damit die Leute beim Bügeln auch verstehen, worum es geht, so, weißt du? Aber das unterscheidet sich immer Kino und Fernsehen immer sehr. Ja. Und das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, wir brauchen natürlich, wenn man jetzt darüber redet, was alles internetmäßig so für Lamborg oder so marketingtechnisch irgendwie schön gewesen wäre, ist das trotzdem noch fürs Kino eigentlich, also für das Ereignis wirklich, dass Leute aus dem Haus gehen, ne, den Stecker ziehen, aus dem Haus gehen, Kindermädchen bestellen, ins Kino fahren, die Karte bezahlen und ins Kino gehen. Dieser Weg ist, glaube ich, länger geworden auch, ne? Also dieser, klar, ist auch nochmal so. Es gibt mehr Filme, die laufen kürzer. Wir hatten auch, das hatten wir ja letztes Mal, glaube ich, auch, ne? Du hast halt, das Kino ist eigentlich ein Geschäft, wo du hast, das ist wie wenn du in eine Kneipe gehst und du hast 0,2 Bier und du hast einen Eimer Bier. Ja. Beides kostet 10 Euro. Was kaufst du? Du kaufst den Eimer. Ja. Und genauso funktioniert Kino. Also deutsches Kino im Vergleich zum großen Boxoffice-Kino, was aus Hollywood kommt. Ja. Ne? Das ist eh ein Randgruppendasein und ein Nischendasein. Irgendwo, was man da führt. Bis die Leute, bis so eine kritische Masse erreicht ist, wie jetzt bei den Kids, die auch nicht mehr mit diesem Identitätskonflikt rumrennen und die dann sich auf so jemanden wie Elias zum Beispiel einlassen können und sagen, so, das wird jetzt gefeiert. Ne? Ja. Aber bis das alles wirklich zusammenkommt, das wird in Deutschland, ich weiß nicht, wie lange noch dauern. Das ist ein weiter Weg. Es sind ja zwei Konflikte gleichzeitig, ne? Das Kino, diesen vom Sessel aufstehen und hingehen und so, das hat ja jedes Land, ne? Und man muss auch noch im Kino Handy ausmachen, das geht ja gar nicht mehr für die Leute, so, weißt du? Im Prinzip, ich habe auch schon mal gesagt, warum lassen die es denn nicht, dass man ein bisschen snappt und so. Voll oft erwische ich mich auch bei dem Gedanken, ah, coole Szene, würde ich mal gerne snappen und den Leuten sagen, geiler Film. Aber erstens nervt das die Leute auch, versteht man? Ne, würde mich auch nerven. Andererseits darfst du es auch wiederum nicht und so weiter. Ja, gar nicht bei langem, brauchst gar kein Handy mehr. Ja, genau. Ja. Ist immer so. Ja, ja. Ist das? Snapchat hat jetzt eine Brille rausgebracht. Habt ihr das mitbekommen? Mhm. Snapchat hat eine Brille rausgebracht, die ist komplett direkt mit dem Mobile. Dann hältst du einfach nur und dann in alles, was du siehst, snappst du und lässt dann los. Sick. Oh Mann, Alter. Auch so dieses für den Moment, das ist schon echt faszinierend, dieses Snapchat. Ne? Zack, einmal und nie wieder. Ja, und, das überschlägt sich halt auch momentan gerade. Ja, aber diese starren Strukturen im Film, die werden sich natürlich so nicht ändern. Und du hast halt... Es müssen Leute wegsterben. Sagen wir es jetzt mal, Tacheles. Leute müssen wegsterben. Die Alten müssen weg. Ich weiß nicht, ob weil sie die sterben müssen, weiß ich nicht. Aber, es gibt immer noch viele Leute. Es muss halt langsam, es muss sich entwickeln. Ja, und die halten natürlich fest an ihren Positionen. Ja, natürlich. Ja, nein, ist ja, das war doch auch einfach von Vinyl auf MP3 oder von Vinyl auf CD, dann von CD auf MP3, war doch derselbe Kampf. Die Leute wollten nicht loslassen, aber jetzt, ja. Es wird sich halt auch einfach nicht vermeiden lassen. Ne? Auf die Gefahr, dass ich jetzt wie ein sehr, sehr alter Mann klinge. Bitte. Trotzdem. Also, du siehst so jung aus. Ich glaube, dass ich viel jünger aus. Und eine Kappe aufgesetzt. Aber nimm mal ganz ehrlich, ins Kino gehen, Licht geht aus, hunderte von Leuten zusammen im vollen Kino, Film geht los, das gemeinsame Erlebnis, das ist schon besonders. Absolut. Auf jeden Fall. Das ist halt eben der Unterschied. Ne? Das ist irgendwie die Einsamkeit, die es ja letztlich, das ist sehr, sehr banal, aber klar, die Einsamkeit, die das auch hat, ne? Klar teilst du das, aber letztlich bist du damit dann doch allein. Deswegen macht es ja auch so abhängig. Ja, und im Kino hast du dieses Geschichten erzählen, das ist, glaube ich, ein Urbedürfnis und das ist jetzt sehr altbacken, wirklich, aber da ist Kino immer noch einzigartig. So, ne? Also da kommt auch, das wird auch dem nicht Erlebnis. Also Kino wird jetzt ja auch nicht, es wird ja nicht sterben. Aber es wird, glaube ich, mehr einfach, eine Nische werden. Ja, ist absolut. Ähnlich wie das Theater, die Entwicklung des Theaters durchgemacht oder auch die Oper, die da wahrscheinlich noch ein besseres Beispiel ist, aber es wird bleiben. Mhm. Aber es wird halt sein, es wird halt, das Kino der Zukunft wird ein Amusementpark, wird, weißt du, Disneyland so. Das, ne? Ja, aber man hat doch auch... Du hast immer mehr als der Film, was du vorhin auch meintest. Mit den Filmen, die zu heute 280 Millionen für einen Film ausgeben, ne? Ja. So, dann wissen die genau, dass die mit dem Film kein Geld verdienen. Ja. Also, dann geht's erst los. Dann wissen die, okay, gut, dann kriegen wir was plus minus und jetzt müssen wir mal, warum wir die Kohle verdienen. Und dann kommt die Merch ins Spiel und ich weiß nicht, was noch alles. Was? Ne? Ja, lizenzieren. Und, apropos auch das kleine Bier und das große Bier, ne?
Ne? Ja. Also wenn du in Deutschland einen Film, der halbwegs gut aussieht, der, wo du sagst, das ist ein gut gemachter, handwerklich ordentlicher Film, mhm. für den brauchst du halt deine 4,5-5 Millionen Euro meistens. Das brauchst du. Ne? Und da konkurrierst du dann an der Kasse, ja. wo der Film genauso viel kostet, am Point of Sale, wie unserer, mit einem Film, der 280 Millionen ja. gekostet hat. Und eine P&A, also im Hintergrund nochmal 50 Millionen. Na, du hast einen Bock auf Film, jetzt richtig. Werbung im Rücken. Wenn so. Du mal sagst, 4,5 Millionen. Wir stehen hier und bemühen uns darum, Werbung ja. zu machen. Nein, nein, bitte, ja, 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 bitte, guck uns diesen einen Film so lang. Ja, bitte, bitte, bitte. Aber ganz ehrlich, man muss ja, also, man muss ja sagen, absolut richtig, wenn du mal überlegst, 4,5 Millionen, das ist nicht mal die Gage von so einem Ami-Schauspieler, also nicht mal so. Nee, und trotzdem ist es eine Menge Geld. Trotzdem, ja, natürlich. Trotzdem ist es ein Arsch viel Geld, sagen, das du erstmal zusammenkriegen musst, ne? Absolut, aber auch mit 250 Millionen haben die schon Filme gedreht, wo du auch gedacht hast, so, Alter, ja, natürlich. Das ist so Schrott. Also am Ende des Tages, wie sagt man, Story is King. Und weißt du, was auch witzig ist? Jetzt sitzen wir hier, reden über die Entwicklung vom Film, aber Lombok, diese beiden Lombok und Lombok haben diese Historie hinter sich, weil genau in diesen 15 Jahren, wo die, was zwischen den beiden Filmen liegt, da hat sich das ja entwickelt. Ne? Genau, so beim letzten Film war es absolut noch gar nicht. Ich glaube, fast niemand hatte ein Handy. Ich weiß nur dein Handy damals. Du hattest dieses Siemens mit dem roten Knopf. Und ja, ich das Hässliche, was ich geschickt bekomme, war ich ganz stolz drauf. Und ich hatte dieses, und ich hatte dieses, ich hatte dieses blaue Motorola, dieses Metallic-blaue, dieses rund, dieses Osterei. Ja, ja. Genau. Mich fertig gemacht. Ja. Lukas, du weißt schon, es gibt mittlerweile modernere Handys. Also hier, das Siemens hingelegt. Das habe ich bei der Formel 1 geschenkt bekommen von Siemens. Weiß ich noch ganz genau. Ja, das war beim Dreh von Lombok, weiß ich noch ganz genau. Und überleg mal, was du damit machen konntest. Nix, das lag meistens in der Tasche. Ja, ich gucke nochmal, also Telefon. Voll teuer, 50 Cent und so, Scheiß. Nee, aber man weiß natürlich auch, dass sich viele einfach auch dagegen sträuben. Das ist auch sicherlich ein sehr deutsches Phänomen, dass du merkst, dass diese Etagen, wo halt Entscheidungen getroffen werden, die sträuben sich auch ganz bewusst gegen Leute wie dich, gegen so eine Entwicklung und gegen diese Entwicklung immer, die genau wissen, wenn das so weitergeht, dann ist mein Job bald weg. Ne? Dabei müssen und das wird auch passieren. Schöne Grüße. Dabei müssten sie den Job nur umändern und könnten ihn weitermachen. Aber es ist Angst. Sie müssten einfach nur sich adjust, weißt du? Ja. Sie müssen einfach nur mitmachen. Haben wir Adjustment, das ist das richtige Wort. Einfach mitmachen. Mit der Zeit. Das ist ja, ich war der Größte, was Social Media betrifft, ich war der Größte, ne? Ich habe immer gesagt, boi, das sage ich bis heute. Aber und du kannst mir auch heute jetzt den Stecker aus meinem Social Media rausziehen, das würde mein Leben nicht verändern. Ne? Ich lebe genauso weiter. Ja. Aber es wäre trotzdem total dumm, einfach auch nicht daran teilzunehmen, weil du einfach an eine Entwicklung verpasst, die man vielleicht nicht verpassen sollte. Weil das geht so schnell jetzt, wenn du da nicht irgendwie dran bleibst, das wäre schade. Ist das nicht ähnlich wie beim Fernsehen, als das Fernsehen kam und plötzlich jeder Haushalt, also den, ich weiß nicht, wann das so war, so richtig 50er, 60er, als jeder dann Fernseher irgendwann zu Hause hatte, haben die Leute ja auch gesagt, Kino geht kaputt. Aber da ging es erst recht nicht kaputt. Ich glaube, es ist genau das gleiche wie bei der Erfindung des, Buchdrucks. Oder Buchdruck, ganz genau. Da hieß es auch, das ist schlecht für dich und irgendwie, du darfst nicht lesen beim Essen. Und so. Weißt du, genau die gleiche Geschichte ist heute. Das hat man früher Propaganda genannt und früher haben die Leute auch linksorientierte oder rechtsorientierte Zeitungen gelesen und haben die Informationen daher bekommen, wo sie sie sich herholen wollten. Und das tut man heute im Netz genauso, das ist kein Unterschied. Das findet nur auf einem anderen Niveau und vor allem, das ist das Allerwichtigste, glaube ich, in einer anderen Geschwindigkeit statt. Ja. Und das ist auch der Grund, weswegen die ältere Generation so pararichtig kriegt, weil die halt merken, das geht so schnell. Ich komme nicht mehr mit, das ist mir einfach zu schnell. Und dass ich mich jetzt von heute halt genauso gut, wie man ein Kind heute mit einem 14-Jährigen an, der tippt. Jetzt überlegt ihr mal, wie wir früher auf diesem Ding da mit, ich weiß noch, links G9? Einmal G9 noch, weißt du noch? Ja, mal so, du mehrmals auf. Guck mal, ich kann mit einer Hand. Ich konnte mit A, C, B, weißt du, dreimal ist A, drei, A. Das ist irre heute, ne? Das ist, glaube ich, das entscheidende Ding, ist die Geschwindigkeit. Dabei besteht da eine Chance und auch für den deutschen Film, auch für den Film überhaupt und auch für uns und für euch ist auch, vorher hatte bei Lombok 1 oder sagen wir mal Lombok 1 ist auch gut, ne? Lombok 1 ist wieder das Problem. Also Leute, Lombok und Lombok, die beiden Filme haben nichts miteinander zu tun. Das ist kein Schreibfehler. Die Sache ist, es hatte ja früher auch nicht jeder eine HiFi-Anlage. So vor 20 Jahren, wenn dein Vater eine HiFi-Anlage hat, warst du in der Straße der Star, dann kamen Leute, die Musik hören, oder vor 30 Jahren, keine Ahnung. Aber mittlerweile hat ja jeder mit dem Handy ja gleichermaßen eine Top-Kamera, Top-HiFi-Anlage, wenn man Kopfhörer hat, und eine Top, sag mal, du kannst hier drauf, ja, Netflix kannst ja mittlerweile to go und so weiter. Das heißt, jeder ist quasi dein Konsument, also theoretisch kann jeder Lombok oder Lombok gucken. Jetzt müsste das nur auf die Devices kriegen, so weißt du. Das heißt, es gab es ja vorher nicht. Also diese Möglichkeit,
muss man nur irgendwie wahrnehmen, tricksen, wahrnehmen. Deswegen ist es ja auch nicht zu vermeiden, hier Movie Two denkst oder wie das da alles heißt, das ist ja nicht zu vermeiden. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich rede viel mit, gerade mit Kids und so weiter, dieses Movie 2K oder was es auch da alles gibt, ne, das hat alles abgenommen mit Netflix, Amazon jetzt und so weiter, weil die Leute haben das ja nicht nur gemacht, weil die, ich mache jetzt eine Straftat oder so, sondern es ist das Leichteste, was es gibt. So, du gehst online, kannst den Film gucken. Wenn du das weiterdenkst, diese Spirale, läufst du auf eine Situation zu, wo wir irgendwann gar nicht mehr für Dinge im Einzelnen bezahlen werden. Wir zahlen nicht mehr für einen Film. Wir zahlen immer für das Paket oder für den Anbieter, der den Film macht. Und das wird natürlich die komplette Struktur, die gesamte Struktur, auch die Studios in den Hollywood, was da gerade passiert, die sind so scheiße, weil das gerade sich so überschlägt und so schnell gehen wird, dass es über kurz oder lang wahrscheinlich das einzelne Produkt, als solches gar nicht mehr geben wird. Oder natürlich auch eine Überrisierung, wenn du so willst, des Filmgeschäfts, die vielleicht sogar zu begrüßen wäre, wo man dann eben so eine Situation hat, wo eben ein Film, der 280 Millionen hat, 25 Euro kostet an der Kasse und Lambok halt nur, keine Ahnung, 11. Also du meinst, weißt du, was ich meine? Ja, einfach, wo du quasi, wo eine Verhältnismäßigkeit anhand der Budgets und das der Größe des Films stattfindet, was unter Umständen gar nicht schlecht ist. Das muss gar nicht schlecht sein. Aber das wäre auch zum Beispiel denkbares Szenario. Oder was könnte auch passieren? Sowas. Oder Kino wird in den nächsten 10 Jahren auch endlich mal von Kultur und so weiter subventioniert, wie heute Theater. Ich bin der größte Star von allen. Ich bin der einzige Schauspieler von Deutschland. Keinen anderen. Außer Lukas Krieger. Wenn ich gut drauf bin, sonst nicht. und was mit Wotan überhaupt? Wo ist der überhaupt? Digga, der kommt, kommt der eigentlich? Mit dem so ich weiß nicht, ob der kommt. Ich glaube, der wollte kochen. Einer der wenigen total abgespaceden und coolen Schauspieler in Deutschland, oder? Ja, alleine die Rolle in Lombok. Ja. Also wirklich. Und er findet jetzt in Lombok, ehrlich gesagt, wieder zu seiner absoluten Höchstform. Ja, Wotan in Topform. Ja, voll. Er hatte ein bisschen Angst, ne? Weil jetzt er Tatortkommissar und ernster Schauspieler und so. Ja, so ernst ist. Er hatte so ein bisschen Angst, dass er das macht, aber er hat das für sich auch so gedachselt, irgendwie, dass Scherz. Total. Er macht das super, das ist echt, das ist aber auch wirklich, das fällt ihm auch so leicht. Das ist so schön. Ist er auch im Hotel, oder? Nee, ich glaube, der dreht. Ich glaube, das ach, der dreht, sagst du? Also, ich dachte, du sagst, er schlägt. Gestern war der sicherlich in Dortmund, ne? Schätze ich mal. Arbeitet der, Tim, der war gestern sicher beim Spiel. Ach so, gestern vielleicht beim Spiel. Ja, schätze ich mal. Also, was schaut ihr denn für Filme, wenn ihr Filme noch schaut? Mehr amerikanisch oder mehr europäisch? Wenn wir zum Beispiel unsere Nachbarn hier, Franzosen oder auch die Dänen, die haben so geile Filme, das ist mir letztes Mal ein paar geile empfohlen, aber irgendwie... Also, erste Frage so, was schaut ihr für Filme? Dann kommen wir mal zu der anderen Sache, weil ich immer wissen wollte, ist, wie nehmt uns das Ausland wahr? Seid ihr draußen, seid ihr in Europa Promo machen für Filme? Gucken die so deutsche Filme, wie wir französische Filme gucken? Das würde ich mal gerne wissen. Also die erste, ich gucke wirklich ziemlich querbeet Filme. Ich gucke auch immer noch Filme, so die irgendwie Meilensteine sind, die mich nicht genug, von denen ich nicht genug kriegen kann. Das sind wahrscheinlich die Klassiker, wie der Pate Lawrence von Arabien. Das kann ich immer. Immer noch Lawrence von Arabien. Immer noch zwei. Ich hatte tatsächlich ein Kinoerlebnis ohne Scheiß. Es gab mal irgendwie eine überarbeitete Kopie, eine analoge Kopie von Lawrence von Arabien im Kino International mit Vorhang, mit Overture, damit so alles mit dem großen Schnitt auf die Sonne. Und wenn das im Kino siehst, das ist unvergleichbar. Ja. Sowas. Aber ich gebe auch Kino einfach immer wieder eine Chance. Also es gibt sowas wie das letzte, weil glaube ich, wie wir gesagt haben neulich, Wolf of Wall Street war so der letzte Kinofilm, War doch großartig. Da hätte ich echt noch sofort 4 Stunden weiter gucken können. Ja, da war ich auch im Kino. Aber ich gebe Kino auch echt eine Chance. Ich gehe da einfach gerne hin, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, bin auch echt oft enttäuscht. So, dass ich hingegangen bin, aber tue es trotzdem, um froh es gemacht zu haben. Und manchmal ist es dann wirklich so gut, wie es irgendwie, also als Erlebnis, das auf einer Leinwand zu sehen, mit gutem Ton und so, in einem schönen Sessel. Ja, ich bin oft, weißt du, wo ich oft enttäuscht bin, wenn ich sagen 3D-Film, da weißt du schon vorher, dass es scheiße ist, weil der letzte richtig gute 3D-Film war, glaube ich, halt auch der erste große Avatar. Und danach war nur noch Fake 3D, also nur noch mal ein 3D-Ding, mit der Brille, alles nervt, das Bild ist dunkler, ich gehe schon gar nicht mehr 3D-Filme rein, totaler Schwachsinn. Ja, es ist auch, glaube ich, ich weiß auch gar nicht, ob sich das so krass durchsetzen wird, weil da ist es wirklich Stories. Nee, hat man ja gedacht, aber tut's ja nicht. Das ist gar nicht. Schon gar nicht zu Hause. Die Leute setzen sich hin, bringen sich auf. Ja, ja, voll. Es ist, wie du sagst, es ist total überrollt. Es gibt ja alles Möglichkeiten zu Hause, auch auf Beamer. Wer hat das? Dann eher die Leute, das spüren die Leute überhaupt. Ja, vielleicht. Ja, das kann ja auch sein. Das ist fürs Kino interessant, weil das bedeutet wirklich, dass du eben quasi dir die Spielebene angucken kannst oder die. Und du kannst rüberkommen. Ja, aber will der Zuschauer das? Weiß man nicht. Oft denke ich, der Zuschauer will auch einfach, wie sagt man, bespaßt werden. Will sie jetzt nicht so, ja, aber okay. Aber es ist trotzdem, wie du gesagt hast, egal, was wir
technische Spielereien da immer weiterkommen. Am Ende setzt sich echt die Geschichte durch. Ja, Story. Das ist ja auch das Tolle am Kino, ne? Ja, dass das am Ende wirklich einen guten Film ausmacht. Und also mir geht es immer noch so. Dass, also ich mag das Geballer, ich mag auch, wenn es aufgefahren wird, so, aber wenn der Kern nicht da ist, die Geschichte nicht da ist. Ja, ja. Und das spürt, glaube ich, jeder Zuschauer. Ja. Ich glaube, egal ob jung, ob alt, ob irgendwie Cineast oder irgendwie Gelegenheitskinogänger oder einmal im Jahr so, das spürt, glaube ich, jeder. Auf jeden Fall, so, auf jeden Fall. Ob das und, stimmt, deine zweite Frage ist eine wichtige Frage, nämlich weil, die zweite Frage war ja, wie wir im Ausland wahrgenommen werden. Viel besser, als wir uns selber wahrnehmen. Das ist ja immer so, ne? Das ist generell so. Also ich arbeite ja nun auch viel im Ausland. Ich mache ja viele Filme eben auch außerhalb von Deutschland. Das ist dann oft was gar nicht wahrgenommen wird in Deutschland. Eben sind wir wieder bei demselben Ding, eben weil die Filme teilweise noch nicht mal Verleih finden, die dann eben im italienischen Markt laufen oder in Frankreich oder sonst wo. Ja. Und also innerhalb Europas gibt es kein wirkliches Vertriebssystem. Also es ist ganz selten mal, dass du jetzt zum Beispiel hier Pier Francesco bei Dings, bei Subura, ne, der ja einen relativ großen Start hatte hier, ne? Das ist der Hauptdarsteller von A-Cab. Weiß nicht, ob du A-Cab kennst, den italienischen Film? Nee. All Cops and Bastards. Ja. Oh, guck ich an. Tipp für dich, italienischer Film. Guck ich. Gomorra, hast du gesehen, den Film? Gomorra, ja. Ja, Michael die Serie. Subura. Ja. Michael Subura. Okay, wenn ihr Gomorra mögt, guckt Subura. Nice. Und der hat auch einen relativ großen Start gehabt. Aber glaubst du, den ist ein guter Kumpel von mir, der Hauptdarsteller. Aber glaubst du, den fragt mal einer, ob er herkommt oder so. Das ist innerhalb Europas schon mal gar nicht. Wenn du sind, dass die Amis das dominieren. Ja, das sind nicht krass dänische Schauspieler am Start gerade über Lombok. Das Salim, ja. Das Salim ist der Superstar in Dänemark gerade und spielt 10 Jahre Bau. Ja, genau. Drei Jahre Bau. Unser Rapper im Film. Ja. Wir haben auch einen Rapper. Bei uns kommt auch ein Rapper vor. Drei Jahre Bau. Geiles Ding. Heißt aber nicht mehr so. Nee, heißt jetzt 10 Jahre Bau, muss aufpassen. Ah, okay. Und der wird nicht gerne 3 Jahre Bau genannt. Weißt du, wie ich meine? Was ist denn da? Also sag, pass auf. Auf jeden Fall. Ist, ne? Keine Ahnung. Bruder. Mach los. 10 Jahre Bau Ärger. Ja, genau. Ja, müssen wir gleich los, oder? So, demnächst sollten wir uns vielleicht mal umziehen und uns mal ein bisschen schick machen. Wenn wir Viertel nach losfahren. Aber das ist wirklich, damit kann man auch enden. Das ist nämlich wirklich wichtig, weil es ist Tatsache, wenn die Leute in Deutschland wüssten oft, wie viel besser die Wahrnehmung im Ausland ist von dem, was wir machen, dann würden die das ganz anders betrachten. Also wir sind in Deutschland viel, viel kleiner als im Ausland. Ja. Also Filme wie der Bader-Meinhof-Komplex zum Beispiel, der dann eine Oscar-Nominierung bekommen hat, was alles noch, BAFTA, alles mögliche, große internationale Preise. Gibt mal wieder eine Chance, ne? Bader-Meinhof ist Toni Erdmann, ist jetzt irgendwie... Sag mal, Bader-Meinhof, ne? Hast du noch im Kopf, was das für ein Budget war? Das war 10er so? Nee, es war mehr, 25. Ja, aber ich will jetzt nicht sagen, das hat man auch gesehen, aber das hat man schon gesehen. Ja, weil es ist am Ende die Zeit, die du brauchst, um ein Set zu machen, ist bei 10 Millionen anders als bei 1 Million. Klar. Aber weißt du, was ich... Aber weißt du, 14 Millionen, weißt du so? Ja, siehst du. Aber weißt du, bevor ich manchmal Angst habe, so, ich denke immer, die Amis oder auch die anderen geben uns in Deutschen nur eine Chance, wenn das Bader-Meinhof, NS... Oder DDR-Filme sind. Weißt du, was ich meine? Ich meine, ey, Alter, wir haben nicht nur Nazi-Filme drauf. Was ist los mit euch so? Ja, aber dass sich europäische Filme im europäischen Ausland durchsetzen, ist eh selten. Ist eh selten. Und da können wir uns nicht beschweren. Toni Erdmann läuft in Frankreich, glaube ich, super. In Italien, glaube ich, auch. Also okay, cool. Es gibt immer wieder deutsche Filme, die funktionieren. Oscar nominiert jetzt. Oscar nominiert alles wirklich. Das ist schon. Ich bekomme nur mit, wenn einer Oscar nominiert ist. So Nazi bin ich. Nein, aber ich habe immer geguckt, Luc Besson, Frankreich. Ich habe mir gedacht, boah, die sind so groß, die machen diese Banlieue-Filme. Aber warum haben wir das nicht? Aber man weiß es nicht. Aber guck mal, ich gebe dir ein bestimmtes Beispiel. Auch interessant. Die Franzosen zum Beispiel haben, das wissen wenige Leute, die Franzosen zum Beispiel haben Quoten, die quasi das eigene Kulturgut schützen. Ja, ja, das heißt, du da musst in Frankreich 20% aller Musik, die gespielt wird, muss französisch sein, per Gesetz. Ja. Dasselbe gilt für Filme im Kino. Das heißt, da wird ein Avatar zurückgeschoben, weil der neue Depardieu-Film kommt und der kriegt seinen Start und auch das Forum, was er braucht. Ja. Wenn du diese Diskussion in Deutschland ankicken würdest, dann hättest du eine Diskussion über Faschismus am Arsch, die du vergessen kannst. Dann würden alle sagen, was, Wahnsinn, wir sind AfD, ihr schreibt Leuten vor, ihr müsst deutsche Musik hören, wie geht das? Und das ist der einzige Grund, weswegen Frankreich so einen stabilen Heimmarkt hat, dass die halt, wenn die Filme machen, sich darauf verlassen können, dass wenn das ein ordentlicher Film ist, dass da 15 Millionen Leute reingehen. Das passiert. Ja, das können wir halt ich habe diese Diskussion hatten wir vor ein paar Jahren
ich weiß nicht, 5-6 Jahre, da wurde das irgendwie bekannt, dass französischer Rap besser verkauft als wir, dass die Gold und Platin gehen, und dann kam immer dieses, ja, aber die dürfen auch im Radio. Nö, 20. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Und jetzt schau mal, bei uns, wie ich dir vorhin gesagt habe, bei mir ist 90% deutscher Hip-Hop, weil einfach, wie man es auch so schön sagt, Frauenquote oder eben diese Quote, braucht man das oder müsste man einfach nur Opportunities schaffen, dass man sagt, ey, ja, aber das mit Rap ist speziell. Nee, das kannst du ja, wie gesagt, das könntest du gar nicht diskutieren in Deutschland. Ja. Das wäre vollkommen. Aber, das würde aber Ansatz, ich will das voll feiern. Das so. Geht gar nicht. Mal ganz ehrlich, ich gehe so oft ins Kino wie. Lang, so auch. Lange hin, ne? Muss man ein bisschen warten, ein paar Generationen, glaube ich. Ja. Ich habe da noch so einen freundlichen Blick drauf. Das muss ja. Ja, nach dem Blick auch wieder. Könnte sich vielleicht ändern. Klar, vielleicht wird besser noch, wer weiß. Diese eines Tages wird besser. Sag ich seit 20 Jahren, ich sitze immer noch hier, alles gut. Im Hyatt. Hast du überhaupt gesagt, Hyatt? Bruder, habe ich vor der Tür schon gesagt. Ich habe gesagt, ich muss nachher in Etap Hotel schlafen. Ja, echt? Ja. Guck mal, wieder. Hab ich habe gesagt, Thema. Auch Hyatt, aber die haben gesagt, nee, das Money ist nicht da. Ja, nee. So, ja, wir können einfach rübergehen oder was fertig machen. Und wir fahren, machen uns jetzt schick, genau. Ein bisschen schick machen, ja. Und dann treffen wir uns wieder. Shit, shower, shave. Dann fahren wir runter, würde ich sagen. Genau, dann fahren wir runter zum, sag mal nochmal, wohin es geht. Wir fahren dann erst zum Alexanderplatz in die Szene, wie heißt das Szene? Kubix. Am Alexanderplatz. Und dann fahren wir zum Sinistar, zum Potsdamer Platz ins Sony Center. Richtig. Also machen zwei Premiere quasi oder wie ist das? Oder genau, zwei Vorstellungen. Und dann wollten eine Kleinigkeit essen gehen vielleicht. Wenn du Bock hast, kannst du mitkommen in der Zeit, super, wo der Film läuft. Oder dann gehen wir wieder danach zurück, machen einen kleinen Diner und dann gehen wir alle zusammen ins Pearl. Ist bei der Bruder Fabio, der auch da sein wird und machen ein bisschen Party. Alles. Ah, so machen wir das. Freunde, dann bis gleich. Yes, Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Meine Haare, ey. Halbes Stündchen hier mit den beiden, ja. Es war sehr interessant, ja. Wir haben so ein bisschen das Gespräch, hat mich selber überrascht. Eigentlich wollten wir ein bisschen über Lombok sprechen, der neue Film. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann plötzlich entwickelte sich so ein Marketing, Zukunft des Films, Talk. Ja. Ist wirklich sehr interessant. Ich habe die ganze Zeit auch nachher beim Essen und so ganz lange mit denen gesprochen, auch über Netflix, Amazon, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht werde ich das Gespräch auch nochmal demnächst fortführen. Freunde, was ist eure Meinung dazu, zu den ganzen Themen? Schreibt mir das in die Comments. Schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare. Der Film ist jetzt in den Kinos, ja, Lombok. Ich kann nur sagen, sehenswert. Vergiss nicht, es kommt noch ein zweiter Teil, da habe ich gevloggt. Freunde, ich habe getroffen Alexander Neldel und auch Wotan Wilke Möhring. Schwierigster Name auf all time. Ja, ich habe die alle backstage getroffen, ein bisschen gevloggt. Das alles im zweiten Teil, Freunde. Ich habe auch ein paar andere Leute getroffen. Und ja, das schneide ich euch zusammen. Abonniert hier den Channel Roosevelt, verpasst es nicht. Und ja, wir sehen uns. Like das Video. Like dieses Video. Du weißt, Bruder. Mach diese 1 Like. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen deutschen Schauspieler ich mir als nächstes grabben soll. Schreibt mir, wen ich an Land ziehen soll. An Land ziehen soll. Ja, deutsche Sprache, diese schwere Sprache. Freunde, wir sind raus.